Pitch, Rock in der Messerschlucht in der Valais, Rettungsdienste auf dem Gelände. In der Messerschlucht in der Gemeinde Bitsch in Valais gab es am Donnerstagabend einen Felsensturz. Rettungsdienste sind auf der Website. Ein Drittel ein Bild der kantonalen Polizei von Valais zeigt den Fall des Fels. Kapo gegen Notdienste sind vor Ort. Kapo gegen den Vorfall trat über der Energieanlage auf. 20 Minuten News Scout. Deshalb ist in Bitsch versus ein Felsfall stattgefunden. Rettungsdienste sind auf der Website. Die Wanderroute war geschlossen. In Bitsch im Kanton von Valais schrieb die kantonale Polizei kurz vor dem 19. Reki, Sturz in Messerschlucht auf Twitter, wie die kantonale Polizei schrieb. Der Vorfall ereignete sich über der Energieanlage. Rettungsdienste sind auf der Website. Es gibt keine Hinweise auf Personenschäden. Zuerst habe ich nur eine großartige Wolke gesehen, sagt ein Leser auf der Website. Zuerst dachte ich, ich brenne. Kurz nachdem er die Felsmassen sah. Die Wanderroute, die mit Hilfe einer Suspensionsbrücke direkt entlang des Abbruchpunkts geht, wurde blockiert, die Valais-Boote. Jetzt werden Studien begonnen, um Schäden zu finden. Darüber hinaus wird klargestellt, ob es mehr Gefahren gibt, sagt Daniel Imboden, Sprecher der Medien der kantonalen Polizei von Valais, zum Valais Messenger. Hast du etwas gesehen, du hast etwas gehört? Senden Sie uns Ihren Nachrichtenbetrag. Speichern Sie unseren Kontakt im Messenger Ihrer Wahl und senden Sie Videos, Fotos und aufregende Dokumente schnell und einfach an das 20-Minere-Redaktionsteam. Wenn es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück handelt, alarmieren die Rettungskräfte. Die Verwendung Ihrer Beiträge in 20 Minuten wird in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen reguliert, 20 Minuten, CH, AGB. Mit dem täglichen Update wurden keine Neuigkeiten mehr verloren, Sie bleiben über Ihre Lieblingsthemen informiert und Nachrichten über aktuelle Weltveranstaltungen sind nicht mehr verloren.